Hallihallo und Tiddly zusammen und willkommen zu einer neuen Folge in Hogwarts Legacy. Und wer im letzten Livestream dabei war, der weiß, die Geschichte ist jetzt vorbei. Die Hauptquest. Genau, was haben wir jetzt vor? Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen, trotz alledem. Also, ne, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, der Kampf mit Rockwood und Renrock, dann guckt ihr gerne mal in den Rewatch von mir. Ich habe den Livestream natürlich oben gelassen. So, und 75%, das heißt 25% haben wir noch vor uns. Und das ist auch so, wenn wir uns mal auf der Map zum Beispiel umgucken. Ich meine, ich weiß, dass ich auch noch ein paar Nebenquests habe. Unter anderem hier ist was, ne? Hier überall. Habe ich auch noch hier ein paar Orte noch nicht entdeckt. Also den da zum Beispiel. Und das will ich auf jeden Fall noch machen. Ja, und auch das Rätsel um die Grabhörner hat sich gelüftet. Es gibt keine Grabhörner. Es gab nur ein einziges Grabhorn, genau wie den Phönix. Und das habe ich natürlich jetzt. Und habe ich auch schon freigelassen. Am Strand, wo es hingehört, an den Küsten. Ich habe es ja aus einer Küste, von der Küste. So, und ich würde sagen, wir tuddeln erstmal ins Schloss hinein. Tippel, 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 tippel. Tippel, 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 tippel. Ich verlaufe mich immer. Das ist bestimmt nicht der Weg ins Schloss, ne? Ne, ist wahrscheinlich der Weg in den Keller. Warte. Das ist jedes Mal, ne? Ravenclaw. Hier sind Klos. Und das war's. Aber hier ist eine Truhe, die ich noch nicht gefunden habe. Achso, ne. Alohomora. Genau, ich hatte noch kein Alohomora damals. Also Alohomora 3. So. Zurück. Okay. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch erstmal in den Raum der Wünsche und gucken mal, was wir hier so an Klamotten pimpen können. Da habe ich ja jetzt auch so ein paar Verbesserungen mit Sicherheit da, die ich jetzt auch verbessern kann, Gott sei Dank. Hoppala. Einmal voll dran vorbei. Okay, ein besserer Umhang und zwei schlechtere Schals. Wir gucken mal, was wir hier so machen können. Schlechter, schlechter. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Schlechter, besser. So. Fangen wir mal hiermit an. Kann ich denn? Nummer 3 natürlich. Also Stufe 3. Scroll, 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 scroll. So, schauen wir mal. Was können wir denn hier machen? Ich finde eigentlich immer so Zerstörung und all sowas gut. Und genauso wie hier den Schaden erhöhen. Schaden. Imperio-Ziel, aha. Erheblich höheren Schaden. Schaden mit Talus. Ja, ich sage, es gibt auch noch so einiges zu finden. Aber ich nehme jetzt Confringo. Wie es immer so schön ruft. Kann ja noch mehr verbessern. So ist es ja nicht. So, dann hier. Die Verteidigung ein bisschen erhöhen. Wie viele Grabhorn-Dinger habe ich eigentlich da? Die brauche ich gar keins davon. Okay. Grabhorn-Hörner meine ich. So, ziehen wir auch gleich dann an. Ich hoffe, das war jetzt nicht der... Doch, das war der allerbeste. Gut. Schal. Da würde ich sagen, der hier. Jo. Zack. Und schon ist er auf 3. Und, was machen wir hier? Schaden, ja, das ist... Ah! Wo gehe ich denn hin? Huch! So, da würde ich sagen, wir erhöhen unsere alte Magie. Finde ich auch immer gut. So, Handschuhe sind jetzt keine besser. Das sind die, die ich schon habe. Und die sind schlechter. Und was ist mit Nasenfahrrad? Da kann ich noch was machen. Ich habe eine
raufhauen. Okay, 4 Stück habe ich noch. Achso. Nicht so weit weg wieder. So. Expelliarmus. Auch immer gut. Aber wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Das war jetzt aber nicht so schlau, ne? Das war den hier, den ich gerade gepimpt habe. Ah! Naja, ist ja nicht schlimm. Aber jetzt muss ich das nochmal hier so pimpen. Oder war der noch nicht gepimpt? Keine Ahnung. Wir pimpen einfach mal alles. So, warte mal. Jetzt habe ich aber hier richtig Knieselmist. Warte, Knieselmist. Warte mal, bevor ich mich jetzt ganz durcheinander mache. Ist das jetzt das, was ich hatte? Wahrscheinlich, ja. So. Den habe ich jetzt auf Expelliarmus erhöht. Das hier. Da muss ich noch was verändern mit dem Troll. Trolle. So, und da wird direkt mal, zack, eben hier gucken. Okay, hier bleibt alles, wie es ist. Warte, was habe ich denn hier? Imperio-Zieler, cool, da habe ich das ja schon sogar. So, Expelliarmus. Expelliarmus, ja gut, das muss ich jetzt auf jeden Fall bei einem zumindest ändern. Ah ne, den hier habe ich jetzt, genau. So. Den ändern wir auch mal optisch auf. Was haben wir denn hier noch alles? Wir haben jetzt wieder Frühling. Da reicht ja ein leichter Schal. Was ist das denn? Grüner Frühlingsschal. Ja, guck mal. Frühlingsschal. Das passt ja. Aber grün. Ich meine, ich habe nichts gegen grün, aber ich bin Ravenclaw. Ravenclaw. Egal. So, dann hier. Confringo. So, ich glaube, das lassen wir mal. Ich habe mal schon lange keinen Ravenclaw-Mantel mehr getragen. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal so. Was haben wir hier? So, wir haben ja, wie gesagt, Frühling, also machen wir uns was Leichtes. Okay. So, und jetzt nochmal hier. Welcher war das jetzt noch gleich? Ach, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Hier das. Jetzt hier durch Trolle. Na, wenn man nicht aufpasst, ne? So, Confringo. Also ich benutze Confringo wirklich sehr oft. Und mir fällt jetzt auch nicht ein, was ich sonst nehmen sollte. Deswegen. Confringo! Wie sie immer so schön sagt. So, Confringo, alte Magie. Expelliarmus, auch Expelliarmus. Das ist doch eigentlich scheißegal. Und das wäre der Imperio. Ich glaube, so können wir das lassen. Das ist okay. Es ist okay. So. Den Rest können wir also jetzt wieder schön verhökern. Machen wir auch, damit wir die Taschen frei haben, direkt mal noch Hockschmied. Und dann gucken wir uns nach einer schönen Nebenquest um. Auf geht's nach Hockschmied. Auf geht's nach Hockschmied. So, hier. Boing. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja, kauf bitte mein Kram, mein Plunder. Weg. 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 Herrlich.
So, jetzt sind wir Krösus und können kaum noch was Brauchbares kaufen, weil wir schon eigentlich fast alles Cooles haben. Und was wir nicht haben, finden wir eigentlich, was wir cool finden. Also von daher, am Anfang können wir eher, upsala, eher Geld gebrauchen. Und jetzt haben wir welches, wo wir keins mehr gebrauchen können. Aber okay. So, wir schauen mal eben auf die... Ach, guck mal, da ist zum Beispiel jemand. Zack, so schnell kann es gehen. Hätte doch auf die anderen Seite lang gehen sollen, wa? Shit. Ey, was? Was ist denn diese Person? Ist doch ein Scherz. Ah, hier ist auch jemand. Entschuldigung, aber... Aber... Halt die Klappe. Dann, Schittrupp. Wir nehmen einfach mal die Keule. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Okay. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Oh. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Nee. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Aber ich habe eine ganze Herde davon. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Ja. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Ja, ja. Konnte sie in letzter Zeit halt nicht bürsten. So kommt, so ist das schon mal. Gott, wie sich das anhört. So, ich kann hier leider nicht fliegen. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Das heißt, ich muss hier erstmal aus der Hogsmeade-Gegend heraus. Das machen wir mal eben zu Fuß, anders geht's halt gerade nicht. Und schauen wir mal, ob wir Hazel finden. Hazel, das Einhorn, das ist auch so legendär, ne? Aber ich gehe hier voll falsch, kann das sein? Warte mal. So, ich muss hier einmal um Pusemuckel, deswegen. Na gut, dann pusemuckeln wir. Bums. Ach, ernsthaft? Ja, komm. Oh, das sah aber auch schon mal besser aus, das Gebäude da. Sieht aus, als würden da Lego-Steine fehlen. Entschuldigung, Klemmbausteine. So, mal gucken, ob ich jetzt wieder... Ja, jetzt darf ich wieder. Sehr schön. Jetzt muss ich trotzdem einmal um Pusemuckel, anders guidet nicht. Was haben wir denn hier? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ich kann ja nicht anders, als wenn ich Feinde sehe, mal eben anhalten, ne? Rockwoods ist tot. Guck. Wo ist es? Wo waschten? Hallo? Ah. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, so gepimpte Kleidung macht schon echt was aus, Leute. Ich sag's euch. Bums. Okay. Kann ich das eigentlich kaputt machen?
Und Ringo! Nee, nur angucken. Bombarda! Nee, da tut sich nichts. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn die zu geplatzt wären. Gibt's hier irgendetwas sonst noch was Cooles? Sieht nett danach aus. Nee. Gut, dann wieder auf den Besen. So, hier sind auch immer Feinde. Hier sind immer Feinde. Ach, ich kann nicht anders, Leute. Nein! Wenn der Vogel ruft. Du bist die erledigt einen von uns. Du bist die Hippogreifdiebe. Das ist immer so schön. Ich lieb's. Aber was Neues gibt's hier bestimmt jetzt nicht für mich. Nee. Leider nein. Hat sich's gelohnt? Ja, weil es Spaß gemacht hat. So, jetzt lass uns aber nicht aufhalten. Hier sind überall noch Feinde. So, und hier unten muss ich also hin. Runter, 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 runter. Hazel muss hier irgendwo sein. Da ist sie doch. Jetzt lande. So, und da haben wir es auch schon schön verscheucht. Das ist doch bestimmt hier der Einhornbau. Es gibt nur diesen einen, ne? Es gibt echt nur diesen einen. Ja, da habe ich auch meine Einhörner alle her. Ach. So, hier muss ich erstmal wieder was ändern. Das war ja noch von meinem letzten Kampf. Musste ich hier so einiges machen. Achso, das ist schon da, wo es soll. Weswegen ich das jetzt hier alles so anders hatte. So, und kann ich mich unsichtbar machen? Das war der hier, ne? Ja. Hey, so. Da hinten ist es. Da steht ja nur finde es, ne? Nicht fange es, aber ich denke mal, das ist schon das, was ich tun soll. Boah, das war knapp. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. War das jetzt Hazel? Okay. Ich meine, da hinten ist noch so ein weißer Punkt. Vielleicht war das ja gar nicht Hazel. Vielleicht ist jetzt irgendein Einhorn. Oh, da ist Hazel. Hallo, Hazel. Na los, Hazel. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein! Stell dich nicht so an. Echt, ey. Bleib mal da. Wo ist es da? Ach, komm schon. Shit, jetzt soll ich wieder von vorne anfangen. Bleib hier so. Je näher dran, desto besser. Komm raus! Hey, was denkst du, was du da treibst? So, nicht zurück zum Tiergehege. Henna. Ich sollte mal deinem Nachbarn sagen, dass sie in Sicherheit ist. Ringo! Denkst du, wer du bist? Komm, machen wir die auch noch fertig. Dachtest du, wir hätten den gestohlenen Kobold-Helm vergessen? Juck das. So. Ach, herrlich. Oh, guck mal, da können wir noch was befreien. Einen Hasen? Hallo, Homura. Tatsächlich. Ja, komm, wir befreien auch Hasen. Wir haben ja Ostern. Dann passt's. Scheiße. So. Voll daneben. Los, kleiner Hoppler, du bist frei. Ostern ist gerettet. Yay. Warum um Himmels Willen haben diese Leute einen Hasen gefangen? Ich dachte, die sind nur hinter Tierwesen her. Naja. Oh, da oben ist noch etwas. Oh, bitte, lass es keine Spinnen sein, sondern irgendwas Lustiges. Okay. Das sind bestimmt Spinnen. Es... Das ist ein Spinn.
ehrlich. Okay. Ah, hier war ich auch schon mal, wie es ausschaut. Ich glaube sogar, ich weiß es. Das war doch diese eine Höhle mit diesem Verkäufer, der mich hingeschickt hat, glaube ich. So, gehen wir mal zurück und verkünden die frohe Botschaft. Entschuldigung. Wir haben Hazel und noch ein Einhorn. Das können wir dann gleich direkt verkaufen. Sehr gut. Wo ist das? Ich habe noch nie so viel. Madame Bugbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Gegen eine Gebühr, Nekom. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Okay. Ich bürste sie die. Gut um Hazel, ja? Ich bürste das Einhorn. Ist okay. Gott. So, mal gucken, ob da jetzt Hazel steht. Vielleicht behalte ich Hazel. Ich überlege mal. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Wenn ich sie jetzt auseinanderhalten kann, dann ja. Oh. Hazel, das Einhorn. Verdammt. Ja, dann behalte ich Hazel. Das hat einen Namen. So, dann habe ich hier noch die Kniesel. Genau, vom letzten Mal. Ich hatte ja welche behalten und jetzt habe ich hier noch welche über. Weg damit. Ach, so viel schönes Geld. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Danke. So viel Geld und kaum was davon brauche ich. Subi. So. Schauen wir mal eben. Ich habe hier ja immer noch was zu tun. Professor Weasley. Weasleys wachsamer Blick. Und mit Ominous könnte ich auch noch quatschen, wa? Harlows letztes Gefecht. Oh ja, da war ja auch noch was mit Harlow. Stimmt, ach ja. Und Poppy. Ah ja, guck mal, wir haben ja noch ein paar Sachen zu tun. Sag ich doch. Meine Freundin sieht. Wir quatschen mal eben mit Ominous. Das interessiert mich nämlich jetzt am meisten, was jetzt mit Sebastian geworden ist. Was ist mit ihm passiert? Nein, Hogwarts, nicht Hogsmeade. Flügel des Glockenturms. Das interessiert mich jetzt echt. Was ist aus Sebastian geworden? Richtung, natürlich. Einmal hier durch die Pest. Selbst Ferdinand Octavius Pratt hat einen guten Platz. Okay. Klack, 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 klack. Und natürlich ist er in der Krypta, wo auch sonst. Danke fürs Kommen. Was er uns zu sagen hat. Ominous, deine Eule ist angekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium vor Gericht. Obwohl Anne ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Das hoffe ich auch. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood einen verflucht hat? Ja. Blake hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Dann erkannte er, dass alles Sinn ergab. Leider wuchs seine Wut nur noch mehr. Auf Kobolde und schwarze Magier. Yes, Anne war auch schockiert. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Das brachte ihr etwas Frieden. Schön zu hören. Sie verdient ihren Frieden. Ja. Sebastian war mein bester Freund. Ich kann mir Hogwarts und alles nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahe standet. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt, aber ich weiß, es war wichtig. Mhm. Er bedeutet uns beiden viel. Ich hoffe, ich kann ihm das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freundin. Mhm. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Witzig, dass Sebastian sagt, dass er noch mehr Hass jetzt auf Schwarzmagier hat, wo er doch selbst fast zu einem geworden ist mit seinem ganzen Hokuspokus da. Onkel töten mit Avada Kedavra und, ne? Also, sorry, ist nicht ohne gewesen, fand ich. Weiß trotzdem nicht, ob es cool war, den auszuliefern, aber ne, gut, Abstimmung hat gesagt, ausliefern, also habe ich ausgeliefert. Ja, ich fand, ja gut, er musste halt auch irgendwo seine Strafe kriegen, das war schon richtig. Es war nicht falsch. Ah! So. Mal eben gucken, was haben wir denn hier jetzt an Platz? Wir haben jetzt so viele Einhörner. Ich glaube, so viele brauchen wir echt nicht, ne? So viele brauchen wir echt nicht. So, Mirelle kommt jetzt weg. Ist jetzt so. Hazel ist doch ein Weibchen, oder? Nein, das ist ein Männchen. Ja, dann muss Firon leider weg. Aber der hat so eine prächtige Mähne. Ich will nicht, dass der wegkommt. Ach komm, wir behalten den. Scheiß drauf. Oh. Hazel. So, dann machen wir mal noch ein bisschen Tierpflege hier. Bevor wir gleich beenden. Wollen alle geknuddelt werden hier. Außer Hazel. Hazel will essen. Oh Gott. Also mit der Hitbox ist manchmal echt blöd. So. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt... Nee, hier ist noch... Einhorn. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Schaut zumindest so aus. Schabernolz. Sehr gut. So, dann wird jetzt noch ein bisschen gespielt und ich würde mich dann verabschieden, Leute. Und wenn es euch heute gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Däumlein nach oben freuen für mein Video. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie die anderen, wie viele Prozent jetzt noch? Immer noch 25%, wie wir die herausfinden, was hier noch so gemacht wird. Dann abonniert doch gerne meinen Kanal und schaut doch gerne mal vorbei, ob da noch andere Games sind, die euch vielleicht interessieren. Hab ja jetzt auch zwei neue angefangen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye.